Gudmund, bringst du schon die Hochzeitspapiere? Meine Schwester kann es wohl kaum erwarten, dich zu meinem Schwager zu machen. Nein, aber dein Vater braucht eine Unterschrift vom Richter und du warst nicht zu Hause. Und da ist wie immer der fleißige Gudmund gelaufen. Geh nur. Der Richter hat eine Pause gemacht. Lars, wo ist der Herr Richter? Im Richterzimmer. Mach auf. Der Gudmund. Lass ihn rein. Herr Richter, der Herr Amtmann Lindgren braucht eine Unterschrift. Unterschrift? Kann ich mal mit Ruhe essen. Komm her. Setz dich. Für drei Fälle haben wir kaum zwei Stunden gebraucht. Na, soll ich mit Fliegendreck unterschreiben? Warum? Sofort, Euer Gnaden. Mach die Tür zu. Die Herren Schöffen sind heute besonders gut bei Stimme. Lächerlich. Wie kann so ein feiner Mann ein Gutsbesitzer sich mit einer gewöhnlichen Magd Diese gewöhnliche Magd aber besonders hübsch ist? Was sagst du dann, Lundquist? Dass ich Herrn Martinson durch und durch kenne. Ich rasiere ihn ja täglich. Also du meinst, dass sie lügt, die Helga vom Moorhof? Ja. Natürlich lügt sie. In solchen Affären lügen die Weiber immer. Der Herr Major muss es ja wissen. Bei seinen Erfahrungen... Schamlos von diesem Weibstück. Lässt sich ein uneheliches Kind machen und beschuldigt einen verheirateten Mann. Sie möchte nur Geld erpressen von einem Ehrenmann, aber da kommt sie schlecht an bei unserem Herrn Richter. Und der Martinsohn? Der Ehrenmann? Martinsohn hat unter meinem Kommando gedient. Aber aussehen tut Helga, als könnte sie nicht bis drei zählen. Ja, das sind immer die Ärgsten. Gott bewahre einen vor der Unschuld. Gott bewahre einen vor euch. Das könnt ihr dem kleinen Mädel nicht verzeihen, dass einer von euren Ehrenmännern es ins Unglück gebracht hat und sie jetzt drückt, weil er dafür einstehen soll. Wisst ihr, was ich tue vor so einem Ehrenmann? Ich spucke aus vor ihm. Hilf mir, lieber Gott, hilf mir. Hier, Helga, nimm die Bibel. Es ist das Einzige, was ich dir mitgeben kann. Ich danke dir, Mutter. Mach deine Arbeit ordentlich. Jungmarkt am Gutshof, das ist eine gute Stellung. Und spar deinen Lohn. Du weißt, wir können es alle brauchen. Ja, Vater. Auf Wiedersehen. Die neue Magd? Ja, Herr. Wie heißt du? Helga Nilsson. Mhm. Willkommen, Helga. Aha. Also so siehst du aus. Aber du bist hier zur Arbeit und zu nichts anderem. Verstanden? Ja, Frau Martinson.
Wenn ich auch krank bin, ich höre und ziehe alles. Haus bin ich daher. Verstanden? Ja, Frau Marschall. Und wenn ich Leute, hast du auch aufzukommen. Und zwar sofort. Geh jetzt. Sollst gehen, habe ich gesagt. Ja, Frau Martinson. Auf wen wartest du denn, Helga? Auf niemand. Ich möchte bei dir bleiben, die ganze Nacht, willst du? Lass mich. Ist doch Mittsommernacht. Darf man da nicht seinen Spaß haben? Treibt Gudmund Erlandsson auch nur Spaß mit deiner Schwester? Dafür ist Hilde nicht zu haben. Über kurz oder lang taucht Gudmund auf Elvokra auf und hält um ihre Hand an. Wird sie ihn heiraten? Sein Hof ist zwar klein gegen den unseren, aber wenn sie ihn mag. Aber sicher liebt sie ihn. Sie passen doch so gut zusammen. Komm, küss mich. Nein, nein, nein. Komm schon. Nein. Wehr dich doch nicht so. Ich muss dich haben. Lass mich los! Du misch dich nicht rein. Kümmere du dich um dein Weib. Da hast du genug zu tun. Sie ist meine Magd. Hast du mich verstanden? Ob ich dich verstanden habe? Eigenen Bedarf, was? Schwein! Na? Komm, tanzen. Lass den Kerl schreien. Ich soll mit Ihnen tanzen? Ja, warum denn nicht? Ich mache keinen Unterschied, wenn einer nett ist. Komm. Thank you.
danke Ihnen. Wofür denn? Für alles, dass Sie mir geholfen haben. Und getanzt haben Sie auch mit mir. Ich bin doch nur eine Magd. Habe ich doch gern getan, Helga. Oh, was für kalte Hände du hast. Frierst du? Ein bisschen. Na komm. Trink. Das ist doppelt gebrannt. Trink nur. Nicht nur die Lippen feucht machen. Richtig trinken, habe ich gesagt. Besser? Wärmer. Schön hier, ja? Komm. Na? Helga? Ach, hol der Teufel das ganze Leben. Sie haben doch keinen Grund, unzufrieden zu sein, Herr Martinson. Glaubst du? Du irrst dich, Helga. Ich hab die Hölle zu Hause. Eine kranke Frau, der alles gehört, der Hof und das Geld. Man rackert und schindet sich ein Leben lang und weiß nicht für wen und wozu. So sollen Sie nicht reden, Herr Martinson. Du bist ein liebes Mädel, Helga. Das habe ich gleich am ersten Tag gemerkt. Und seitdem weiß ich auch noch mehr, was mir fehlt. Ein bisschen Wärme. Etwas, wo man spürt, dass man nicht allein ist auf der Welt. Du bist doch auch allein. Du weißt doch, wie schwer das ist. Aber Sie sind doch nicht allein, Herr Martinson. Meine Frau kann mir da nicht helfen. Wir leben schon lange nicht mehr wie Mann und Frau. Danke Ihnen, Herr Martinson, dass Sie mich mitgenommen haben. Ach, das habe ich doch gern gemacht. Helga, hast du kein Vertrauen zu mir? Das sollst du doch. Das kannst du auch. Du bist müde, ja? Aber nein, Herr Martinson. Sag doch nicht immer Herr Martinson zu mir. Ich heiße Peer. Ist das so schwer, Peer zu sagen? Gute Nacht, Herr Martin. Hm? Gute Nacht, Peer. Na also. Gute Nacht, Helga. Helga! Ja? Wer zum Teufel hat denn das Tor offen gelassen? Bring mir eine Laterne, ich will nachsehen, ob sich jemand eingeschlichen hat. Bitte. Bleib. Du bringst dann die Laterne zurück. Bitte. Nein, es ist doch nichts. Weißt du, dass du schön bist, Helga? Hab keine Angst. Ich will alles für dich tun. Alles.
Willst du mich nicht auch ein bisschen lieb haben, Helga? Sag es mir. Sag es mir, Liebes. Ja, Bär. Damit will ich nichts zu tun haben. Nichts. Nichts, verstehst du mich? Aber es ist doch dein Kind. Das kannst du nicht beweisen. Du bist noch mit anderen gelegen. Das ist nicht wahr. Hör mal. Du wirst mich nicht in eine solche verdammte Geschichte verwickeln. Mich nicht. Aber du hast mir doch gesagt, dass du mich lieb hast. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Peer! Du darfst mich jetzt nicht allein lassen. Schluss mit dem Geschrei! Ein für alle Mal. Wir haben nichts miteinander zu tun gehabt. Niemals! Hast du mich verstanden? Sie hat was gehört. Du musst zu ihr gehen. Nein. Nein. Und kein Wort über uns beide, sonst geht's dir schlecht. Ich werf euch raus aus dem Moorhof, dich und die Deinen. Los, geh jetzt! Ich kann los, nicht! Los, geh jetzt! Warum hast du vorhin geschrien? Wer war bei dir? So sag's doch! Warum siehst du mir nicht ins Gesicht? Ich kann nicht. Verstehe. Und mich kannst du nicht betrügen mit deinem unschuldsvollen Gesicht. Dulde keine Schlampen in meinem Haus. Pack deine Sachen, verschwinde von hier. Gleich morgen früh. So lange braucht Frau Martinson nicht zu warten. Ich gehe noch heute. Brauchst du wieder Medizin? Ich war in die Stadt. Man hat dich mit ihr gesehen. Auf dem Feld, im Stall, überall. Alles hat man mir erzählt, alles. Immer diese ewigen Verdächtigungen. Kriegt sie ein Kind von dir? Ja oder nein? Du bist ja verrückt. Du, scheiden lasse ich mich, wenn sie ein Kind von dir kriegt. Nichts gebe ich dir, keinen Heller. Helga! Darf ich wieder bei euch bleiben, Mutter? Setz dich, Helga. Ist es dir denn gegangen in der Stadt? Ich habe gearbeitet. In einer Fabrik. Bis es soweit war. Wir haben es auch nicht leicht gehabt. Die Leute hier haben es alle gewusst. Wir wollten immer ehrlich und anständig bleiben, Mutter und ich. Jetzt sind wir in Verruf gekommen. Deinetwegen. Haben wir dich nicht gelehrt, Gutes und Böses zu unterscheiden? Und nun ist es so weit gekommen. Helga, ich frage dich, hast du denn nicht gewusst, dass du damit Unehre über uns und dich bringst? Herr Martinson hat mir gesagt, dass er mich liebt. Ich habe ihm geglaubt. Vater, ich glaube, es hat keinen Zweck, dass du den Brief wegschickst. Doch, er hat Unrecht an ihr gehandelt und Unrecht braucht niemand zu dulden, auch nicht, wenn er so arm ist wie wir. Was meinst du damit, Vater? Ich habe an das Gericht geschrieben. Gleich wie du uns mitgeteilt hast, dass das Kind auf der Welt ist. Vater! Ich verlange nichts als Unterstützung für das Kind, so wie das Gesetz es vorschreibt. Meinst du, ich soll zum Richter gehen? Ja. Nein. Nein, das tue ich nicht. Wir sind arm.
Helga, du tust es auch für dein Kind. Und es ist dein Recht, unser Recht. Dafür brauchst du dich nicht zu schämen. Vater, Vater, verlang das nicht von mir. Ich will arbeiten, Tag und Nacht. Ich werde für das Kind sorgen, ganz allein. Aber du findest doch hier keine Stellung mehr. Niemand will dich haben. Ich kann nicht, Vater. Vor allen Leuten. Gerade vor allen Leuten. Sie sollen sehen, dass wir nichts zu verbergen haben hier auf dem Moorhof. Wir verlieren den Moorhof. Martinsson hat gesagt, dass er uns wegjagt. Er wird uns zugrunde richten, Vater. Er kann mir nichts anhaben. Ich bin niemand was schuldig. Unterschreib. Tu, was der Vater sagt, Helga. Unterschreib. Verhandlung beginnt. Bitte um Ruhe. Helga Christina Johanna Nilsson kontra Per Erik Martinsson, Unterhalt für ein Kind als Folge intimer Beziehungen zwischen der Klägerin und dem Beklagten in der Mittsommernacht des Jahres 1882. Per Erik Martinsson. Beklagter. Bekennen Sie sich schuldig? Nein. Ruhe! Sonst lasse ich den Saal räumen. Die Klägerin war bei Ihnen im Dienst. Ja. Ist Ihnen etwas von Liebesverbindungen der Klägerin mit anderen Männern bekannt? Ich habe nicht die Gewohnheit, nachzuschnüffeln. Sie haben in besagter Mittsommernacht mit der Klägerin getanzt. Darüber liegen Zeugenaussagen vor. Das leugne ich ja gar nicht. Mittsommernacht tanzt man mit vielen. Was haben Sie nach dem Tanz getan? Danach bin ich nach Hause gefahren. Allein? Ich habe meine Magd mitgenommen. Sie schien mir müde zu sein und hat mir leid getan. Was geschah danach? Nachher bin ich zu Bett gegangen. Sie sind nicht mit der Klägerin im Wagenschuppen gewesen. Nein. Sie bleiben also dabei, dass ihr zur Klägerin in keinen intimen Beziehungen standen, sodass die Klägerin keinerlei Recht hat, irgendwelche Unterstützung für ihr uneheliches Kind von Ihnen zu fordern. Jawohl. Ja, welche Erklärung können Sie uns dafür geben, dass die Klägerin gerade Sie als Kindesvater bezeichnet? Wahrscheinlich hält sie einen Gutsherrn für das zahlungskräftigste Opfer. Herr Martinsson, sind Sie bereit, Ihre Aussage zu beeilen? Ja. Ich hoffe, Herr Martinsson, Sie sind sich der Bedeutung des Eides bewusst und haben die verhängnisvollen Folgen eines falschen Schwures genau bedacht. Durchaus, Herr Richter. Dann legen Sie die beiden Schwurfinger auf die Bibel. Sprechen Sie mir die Eidesformel nach. Ich, Per Erik Martinsson. Ich, Per Erik Martinsson. Schwöre bei Gott, dem Allmächtigen. Schwöre bei Gott, dem Allmächtigen. Und bei meiner Ehre. Und bei meiner Ehre. Und bei der Reinheit meines Gewissens. Und bei der Reinheit eines Gewissens. Nein! Du darfst nicht schwören! Du darfst nicht!
Ruhe, sage ich! Hast du den Verstand verloren? Gib sofort die Bibel zurück! Ich lass es nicht zu! Und wenn ich auf die Festung komme, er darf den Eid nicht ablegen! Ich will ihn nicht dazu zwingen! Ist es dir so sehr daran gelegen, den Prozess zu gewinnen? Ich ziehe die Klage zurück! Was? Was redest du da? Ich will nicht, dass er falsch schwört. Ich will nicht, dass er meinetwegen Gottes Gnade verliert. Euer Gnaden, er ist der Vater meines Kindes. Aber ich ziehe die Klage zurück. Soll geschehen, wie du es willst. Leg die Bibel auf den Tisch zurück. Die Klage wird zurückgezogen. Was denn? Hast du vielleicht etwas dagegen? Ach. Nein, es ist wohl am besten so. Helga Nilsson. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. Helga, du bist ein tapferes Mädel. Warum läufst du denn von mir davon? Ich muss allein sein. Helga, ich bin dir nachgefahren, um dich mitzunehmen. Wir haben ja denselben Weg. Warum willst du denn nicht? Ich schäme mich, Gudmund. Was redest du da? Du bist mehr wert als alle anderen. Der Richter hat dir doch die Hand gegeben. Denk doch, was für ein weiter Weg zum Hof ist. Helga! Lass mich, Gudmund. Lass mich, mir kann niemand helfen. Vater, ich sagte, die Leute bei Gericht haben die Augen aufgerissen. Die Augen aufgerissen. Das könnt ihr mir glauben. Wie die Helga da stand, als ihr der Richter die Hand gab. Das hättet ihr sehen sollen. Kann ich mir denken, dass unser Richter jemanden die Hand schüttelt und sich bedankt? Sowas war noch nie da. Und ich kenne ihn seit 30 Jahren. Hast du die Messingbetten bestellt, Gudmund? Wie? Noch nicht, Hilde. Mutter und ich, wir dachten, dass unsere Eichenbetten doch noch gut genug sind. Dachtest du? Ja. Ich denke, dass du mir diesen kleinen Wunsch vor unserer Hochzeit erfüllst. Natürlich, Hildur. Du bekommst deine Betten. Ich verlange wirklich nur das Nötigste. Und vor allem verlange ich, dass du guter Laune bist. Mach kein solches Gesicht.
Bessere dich. Auf Wiedersehen, Mutter Ingeborg. Wiedersehen, mein Kind. Grüß zu Hause und komm bald wieder. Selbstverständlich, schon wegen der Messingpfennig. Nichts für ungut, Vater Erlandsson. Adieu. Adieu, Jesa. Energisch ist sie, das muss man schon sagen. Besonders was die Anschaffung betrifft. Sie ist wohl eine, die zuerst an sich selbst denkt. Wir werden es schon schaffen. Die Hauptsache ist, dass Gudmund glücklich wird. Mutter! Es ist alles in Ordnung. Die Verlobung wird doch bei uns gefeiert. Hildur ist einverstanden. Ausgeschlossen. Warum denn? Ich habe doch die Anna entlassen müssen. Wer soll denn die vielen Gäste bedienen? Ja, aber du kannst doch nicht ohne Magd bleiben. Soll ich deswegen die Verlobung verschieben? Ich habe eine Idee. Ja? Die Helga vom Moorhof. Das Mädel tut mir leid und außerdem kann sie es dringend brauchen. Du hast recht, Mutter. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie die da oben mit dem Kind durchkommen wollen. Es freut mich, Vater, dass du einverstanden bist. Ich rede mit der Helga. Ich fahre zum Moorhof. Bleibt denn die Helga? Die müsste doch längst zu Hause sein. Ja, das verstehe ich auch nicht. Auf dem Platz vorm Gericht war sie plötzlich verschwunden. Hey, Kalle! Was machst du denn hier? Feiern will ich mit euch. Ist der Schnaps von dir? Ja, ein ganzer Liter. Es passiert ja nicht alle Tage, dass eine solche Prachtsau wie Martinsohn öffentlich abgestochen wird. Noch dazu von einem kleinen Moormädel. Das muss doch begossen werden. Hey, 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 hey. Nicht bevor die Helga da ist. Hast du sie nicht am Weg getroffen, Vater? Nein. Aber dem Pastor bin ich begegnet. Er hat mir auf die Schulter geklopft. In der Mühle haben sie mir einen Sack Mehl geschenkt. Sie sagen, die Helga hat sich gut gehalten vor Gericht. Was hast du denn, Mutter? Angst. Ihr kennt die Helga nicht. Willen, Helga. Wenn sie noch lebt, dann müssen wir den Atem ziehen. Gott sei Dank, sie lebt. Helga. Zu Hause. Bitte nicht nach Haus. Warum hast du denn solche Angst? Ich kann Vater nicht ins Gesicht sehen.
Ich habe auf mein Recht verzichtet. Aber ich durfte ihn doch nicht schwören lassen. An sein Seelenheil hast du gedacht. Aber an dein Kind nicht. Sonst wärst du nicht ins Wasser gegangen. Gott, verzeih mir. Helga, du bist ein tüchtiges Mädel. Du kannst für dich und das Kind selbst sorgen. Aber es wird mich doch niemand mehr in sein Haus nehmen. So? Und warum glaubst du, war ich auf dem Wege zum Moorhof? Hm? Mutter braucht deine Hilfe. Du sollst bei uns in den Dienst treten. Na? Na, Gott! Entschuldige bitte, aber ich bin so glücklich. Ja? Wir erwarten dich also morgen. Abgemacht? Abgemacht? Ja. Gudmund? Ja? Kannst du mir nicht dein Messer leihen? Das da ist ganz stumpf. Ja. Danke. Mutter will nachher mit dir reden. Aber Hildur, wir sind doch bald Mann und Frau. Ich habe noch nicht in der Kirche Ja gesagt. Was soll das heißen? Du musst dich ein bisschen beherrschen lernen. Beherrschen? Ja, man muss sich nicht gleich von seinen Gefühlen hinreißen lassen. Wie bei der kleinen Helga zum Beispiel. Ich verstehe dich nicht. Es gefällt mir nicht, dass ihr sie in den Dienst genommen habt. Hast du etwas gegen sie? Ich? Nein. Solche Mädchen sind dazu da, dass man sie nicht bemerkt. Aber ich finde, auf Närlunda bemerkt man sie zu viel. Sie hatte schwer, Hildur. Ich bin sicher, du wirst mit ihr zufrieden sein. Dazu werde ich nie Gelegenheit haben, denn ich halte sie für kein Unschuldslamm. Du wirst sehen, Hildur. Wir werden uns über diesen Punkt einigen, wie über alles. Hab ein bisschen Geduld. Du verlangst etwas von mir, was du selbst nicht hast? Hildur. Was denn? Ich liebe dich. Ganz dunkel werden deine Augen, wenn du das sagst. Sag, dass du mich liebst. Wenn ich dich nicht lieben würde, wäre morgen nicht unsere Verlobung. Verwandtschaft, Gunnar. Auf gute Verwandtschaft, Björn. Weißt du, Gudmund, ich habe ihn mir eigentlich anders vorgestellt, den Zubau. Größer. Wir werden ihn erweitern. Bald. Zu einem neuen Haus. Herrin, wenn erst mal die Kinder kommen. Hm? Dir geht die Fantasie durch, Gudmund. Ich bleibe nicht hier auf dem Fadenland. Ich gehe nach Stockholm. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Und Weiber. Was sagst du? Geh doch, wohin du willst. Warum weichst du mir aus? Du sollst mir antworten. Mach bitte die Tür auf. Helga, ich will nicht, dass du hier bleibst.
Du musst zu uns ins Haus kommen. Ich mach das schon. Bei meinem Vater setze ich alles durch, auch dass wir heiraten. Du weißt ja nicht, was du redest, Jan. Doch, doch, doch. Ich weiß, was ich rede. Ich brauche dich, Helga. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich kann nicht mehr sein ohne dich. Du musst jetzt Ja sagen, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Jan! Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich schreie! Schrei doch! Ich weiß schon, warum du hier bleiben willst, wegen Gudmund, was? Von mir aus können sie es jetzt alle wissen und alle sollen sich sehen. Helga. Mutter fragt, wo der Kaffee bleibt. Ich gehe schon gucken. Verdammt eng hier bei euch. Was war hier los? Mach nicht so viel Aufsehen wie in der paar zerbrochenen Teller. Kannst du nicht aufpassen? Oh, Entschuldigung. Mir beinahe das Kleid bespritzt. Bitte um Verzeihung, Frau Amtmann, ich wollte es bestehen. Lass das, Helga, geh jetzt. Wir haben es ja schon immer sonderbar gefunden, dass du so eine Person in deinem Haus hast. Ist doch die vom Moorhof. Ja, die Helga. Aber eine Ungeschicklichkeit kann jedem passieren. Na, wir sprechen noch darüber. Helga. Der Pastor hat mir gesagt, dass er Hilfe braucht. Er würde dich ganz gerne im Pfarrhof anstellen. Ich soll weg von Närlunda? Im Pfarrhaus hättest du weniger zu tun. Dann schicken Sie mich bitte nicht fort. Ich werde aufpassen. Es wird nie wieder vorkommen. Es geht nicht darum, Helga. Glaub mir, ich hab dich sehr gern. Es ist etwas anderes. Frauen haben dafür einen schärferen Blick. Und ganz besonders Mütter. Ich hab doch recht. Es ist doch etwas ganz Bestimmtes, was es dir so schwer macht, von Närlunda wegzugehen. Steh auf, Helga. Aufgeblasenes Weibsbild. Hilf Ulla beim Geschirrwaschen. Frau Lindgren von dir auch verlangt, dass Helga weg muss? Ja, aber ich lasse mich nicht von ihr kommandieren. Wer bei mir Dienst macht, das geht die Frau Amtmann einen Dreck an, mit Respekt zu sagen. Ich habe dich hierher mitgenommen, weil diese Sache mit der Helga ein für alle Mal geklärt werden muss. Zigarre? Nein, danke. Ich verstehe das Ganze nicht. Hildur will die Person nun einmal nicht in ihrem Hause haben. Bis zur Hochzeit kann sie bleiben. Aber sie will nicht mit ihr unter einem Dach wohnen. Und das teilst du mir mit? Warum sagt sie mir das nicht selbst? Sie hat es dir schon mehr als einmal gesagt. Ich kann ihr nur beipflichten. Man hat ein solches Geschöpf nicht in seinem Haus. Warum nennst du eigentlich Helga ein solches Geschöpf? Einen Schurken hat sie vor Meineid bewahrt und auf alles verzichtet, was ihr zusteht. Ach was, die Heilige spielt sie, damit die Leute ihr das uneheliche Kind verzeihen. Das ist alles. Das meinst du doch nicht ernst. So denkst du von dem armen Mädel? Lehr du mich nicht die Menschen kennen. Und die vom Moorhof sind eine ganz besondere Rasse. Arm sind sie. Das ist alles. Also du weißt jetzt Bescheid. Willst du dich danach richten? Und die Hochzeit? Zu Michaeli, wenn du Hildurs Wunsch erfüllst. Nun? Gut. Dann zu Michaeli. Adieu. Adieu.
Ja. Ich habe mit dir zu sprechen. So? Steh gefälligst auf, wenn ich mit dir rede, du Lümmel. Hältst mich wohl für blöd. Du glaubst, ich weiß nicht, dass heute Nachmittag was los war in Närlunda. Was willst du damit sagen? Halt den Mund! 200 Jahre leben wir hier auf diesem Boden. Und kein Stäubchen ist auf unserem ehrlichen Namen. Daran hast du zu denken. Tag und Nacht. Verstanden? Warum sagst du mir das? Hände weg von dem Mädel. Ich will nicht, dass mein Sohn vor Gericht geschleift wird. Wie Per Martinsson. Ich habe Helga gern. Gern? Für eine Nacht in der Scheune. Ich will Helga heiraten. Was willst du? Sag das noch einmal. Heiraten will ich sie. Idiot. Ich werde nie wieder so eine Magd haben wie dich. Und wenn du damit fertig bist, dann komm zu mir. Dann gebe ich dir neue Arbeit. Zum Säumen und zum Sticken. Danke, Mutter Ingeborg. Das hier reicht ja. Mindestens für ein halbes Jahr. Es ist gut, wenn du Arbeit hast. Sie wird dir über alles hinweghelfen. Nun, Helga, bist du fertig? Alles. Herr Erlandsson! Meine Kiste! Wohin fährt denn der Herr Erlandsson? Zum Moorhof natürlich. Aber ich kann doch auch zu Fuß gehen, mit einem Schubkarren. Steig auf, ich bring dich nach Haus. So viel Mühe, meinetwegen. Deine Eltern sollen wissen, dass wir dich nicht gern fortlassen. Das ist nur, weil wir jetzt nicht so viele Dienstleute brauchen, wenn die Schwiegertochter mithilft. Los, bessern! Michaeli ist ein Feiermann weniger auf der Welt. Du hast eigentlich die Pflicht, deinem zukünftigen Schwager einen ordentlichen Glückstritt in den Hintern zu geben. Ich hab nichts dagegen. Was ist? Du hast seit 5 Minuten nichts mehr getrunken. Verträgst nichts mehr? Ich nichts mehr vertragen? Heute, wo es vielleicht das letzte Mal ist, dass ich mich anständig besaufen kann als freier Mann. Skol! Skol! Thank you.
für alle. Drei Flaschen von den doppelt gebrannten für Gudmund. Hör doch auf zu saufen, Gudmund. Hä? Morgen ist dein Kopf so groß, dass du dich mit der Heugabel frisieren musst. Ich bin nüchtern, furchtbar nüchtern, sag ich euch. Ich habe Lust zu trinken. Gudmund. Zu trinken. Er sauft so viel, weil er die Helga losgeworden ist. Halt's Maul. Hey! Mann, lass ihn doch. Moment, der Schnaps! Gute Unterhaltung, meine Herren. Ihr seid wohl aufs Maul gefallen, was? Eine Runde für die ganze Schwefelbande. Scheiß zum Teufel. Du geh und schlaf deinen Rausch aus. Verschwinde, sag ich dir. Sind hier alle dieser Meinung? Jawohl. Mit Meineidigen reden wir nicht. Ihr Schweine. Herr Martinson wollt ihr vom Tisch weisen. Nur weil mich diese schäbige Person verleumdet hat. Wer von euch ist denn der Vater von dem Balk? Dreckskerl! Aus. Soll ich dir jetzt die Heugabel zum Frisieren bringen? Hä? Was war denn? Geprügelt hast du dich mit Per Martinson. Ich? Ich hab keine Ahnung. Mit Martinson? Dann hat das ganze Wirtshaus mitgerauft. Ich hab dich noch aus dem Haufen rausgezogen, damit sich die Polizei nicht mitnimmt. Die ist nämlich gleich danach erschienen. Ich meine, das gehört sich doch nicht, dass der zukünftige Schwiegersohn vom Amtmann die letzte Nacht vor der Hochzeit im Gemeindekorb dazu bringt. Jetzt liegst du im Bett und siehst aus wie ein plattgequetschter grüner Käse. Keine Ahnung habe ich. Mein Kopf ist leer. Total leer. Oh, total leer ist er nicht. Die Folgen von einem Mordsrausch sind noch drin. Bist du noch nicht fertig? Mutter wartet mit dem Frühstück. Ich kann nicht, Vater. Ein kleiner Unfall. So nennst du das. Kleiner Unfall. Eine verdammt widerwärtige Geschichte ist das. No, Vater Erlandsohn, jeder kann doch mal umfallen. Red kein dummes Zeug. Herrgott noch mal, was ist denn schon viel passiert? Ein paar zerbrochene Stühle. Ja, wisst ihr denn nicht? Was sollen wir denn wissen? Per Martinson ist ins Leichenhaus gebracht worden. Was? Ins Leichenhaus ist er? Ja. Im Hof am Roten Mohren haben sie ihn gefunden. Mit einer abgebrochenen Messerklinge im Schädel. Du warst auch bei dieser Rauferei. Dass du dich nicht schämst. Morgen ist deine Hochzeit. Messerstück im Schädel. Den haben sie bald. Brauchst du mich noch? Ja? Nein, nein, danke, Karl. Lass mich.
Hast du denn kein Licht, Mutter? Es ist schon zu dunkel zum Lesen. Seit die Helga weg ist, muss man sich um alles selber kümmern. Du, Björn, es ist doch etwas mit unserem Gudmund los. Wieso? Du kannst mir nichts vormachen, Björn. Was du bloß hast, Mutter? Er redet kaum ein Wort. Aber irgendetwas bedrückt ihn, das merke ich doch. Was du dir nur einbildest. Ich bilde mir gar nichts ein. Aber irgendetwas ist los mit unserem Gudmund. Gar nichts ist mit ihm los, Mutter. Gudmund ist aufgeregt, so sind wir Männer alle vor der Hochzeit. Ich muss an meinen Stall, da war heute Nachmittag was. Ulla soll dich zu Bett bringen. Gute Nacht, Mutter. Ulla! Ulla! Hildur, hättest du dir Zeit gelassen. Wer weiß, wer noch gekommen wäre. Der König selber. Ich hoffe, dass du glücklich wirst, mein Kind. Das werde ich, Mutter. Dank dir, Vater. Alles so schön hergerichtet. Hast du mir sonst noch etwas zu sagen? Nein. Es wird Zeit. Hey. Gewartet, weil ich Gudmund Glück wünschen will. Danke, Helga. Ich glaube, Gudmund hat sich über deinen Glückwunsch mehr gefreut als über jeden anderen. Vater! Ich kann nicht. Ich muss dir etwas sagen, Vater. Ich habe eine Schuld auf mein Gewissen geladen. Eine Schuld? Ja. Ich habe Martinson umgebracht. Du hast Martinson umgebracht? Ja. Das Messer, die abgebrochene Klinge. Es ist mein Messer, Vater. Das ist doch nicht wahr, Gudmund. Doch, Vater. Ich wollte es geheim halten.
Geheim halten? Vor wem? Vor mir? Vor Hilde? Vor dem Richter? Ich wusste doch nichts von meiner Schuld. Ich weiß ja nicht einmal, wieso es dazu gekommen sein soll. Es war wohl im Rausch, Gudmund. Anders kann es doch nicht gewesen sein. Ich kann mich ja nichts erinnern. Ich weiß nur, was Kalle mir erzählt hat. Ich war ja nicht bei Besinnung. Die anderen waren doch genauso betrunken wie ich. Warum gerade soll ich es gewesen sein? Aber das bleibt doch dein Messer, Gudmund. Ja, Vater, aber wieso hast du es denn? Ich habe dich vom Fenster aus gesehen. Du bist mir den ganzen Tag schon so merkwürdig vorgekommen. Und dann habe ich dein Messer in der Hand gehalten. Dein Messer, Gudmund. Es war ein schrecklicher Augenblick, das kannst du mir glauben. Warum hast du es mir nicht gesagt, Vater? Ich wollte, dass du zu mir kommst. Ich wollte, dass du von selbst sprichst. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich dachte an einen Zufall, an ein Wunder. Es musste sich doch aufklären. Ich wollte es auch nicht glauben, aber... Was soll denn jetzt geschehen, Vater? Vor allem müssen wir mit dem Amtmann und seiner Familie reden. Du darfst Hilde nicht in deine Sache hineinziehen. Du kannst doch nicht mit deiner Schuld auf dem Gewissen mit ihr vor den Altar treten. Das ist ein schwerer Weg, Vater. Aber der einzige, den du gehen kannst. Noch können wir sie sprechen, bevor die ersten Gäste da sind. Oi. Trink mit uns, Bräutigam. Wir müssen mit dir reden, Lindgren. Mit dir und den Deinen. Gudmund hat... Und damit habt ihr bis jetzt gewartet. Das ist nicht zu fassen. Es war kein leichter Entschluss für Gudmund. Das müsst ihr verstehen. Wir sollen euch vielleicht noch dankbar dafür sein, dass ihr uns in so eine Lage gebracht habt. Als Amtmann werde ich diesen Fall sofort weiterleiten. Du hältst dich zur Verfügung. Ich stelle mich der Polizei. Gleich nach der Hochzeit. Hochzeit? Mit einem Mörder? Darüber hat Hildur zu entscheiden.
Hochzeit findet nicht statt. Hildo hat ihr Wort zurückgenommen. Was redest du da, Kalle? Ist ein Unglück geschehen? Gudmund hat Martins Sohn umgebracht. Nein! Das ist nicht wahr. Was hat denn Gudmund mit Martinsons Tod zu tun? Die abgebrochene Klinge war von Gudmunds Messer. Von Gudmunds Messer? Die Klinge, sagst du? Er hat es ja selbst gestanden. Kalle! Was war denn das für ein Messer? Das große Fixiermesser, das er immer getragen hat. Kalle! Kalle, es ist meine Schuld! Es ist meine Schuld, Kalle! Aber Helga, wieso denn deine Schuld? Ich habe das Messer abgebrochen beim Spänemachen. Er hat es mir geborgt im Holzschuppen. Kalle, er ist unschuldig! Was sollen wir tun? Ich muss doch etwas tun. Ja, du hast recht. Ich lauf gleich zu Erlandsons und sag's ihm. Das darfst du nicht tun, Onkel Kalle. Du darfst niemand etwas davon sagen. Niemand. Versprich mir das. Aber Helga, das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht von mir verlangen. Doch, ich bitte dich. Du musst schweigen. Gib mir die Hand drauf. Onkel Kalle. Ich muss es wieder gut machen. Hildo ist nur erschrocken. Sie hat im ersten Augenblick Nein gesagt. Sicher bereut sie es schon. Sie liebt ihn doch. Bitte bleib beim Kind, bis Mutter kommt. Ich muss zu Hildo. Was willst du von mir? Ich will wissen, ob du Gudmund noch lieb hast. Darüber brauche ich dir keine Rechenschaft zu geben. Hildur, sag es mir. Bitte. Vielleicht habe ich ihn noch nie so lieb gehabt wie jetzt. Du musst sofort zu ihm fahren. Du musst ihm sagen, dass du an seine Unschuld glaubst. Aber du darfst ihm nicht sagen, dass ich dich darum gebeten habe. Warum soll ich das tun? Weil Gudmund unschuldig ist. Ich kann es beweisen. Du kannst es beweisen? Ich habe Gudmunds Messer abgebrochen. Beim Spänemachen. Hast du ihm das gesagt? Nein. Und warum soll ich ihm nicht sagen, dass er unschuldig ist? Er darf nicht wissen, dass ich mit dir gesprochen habe. Sonst verzeiht er dir nie, dass du ihn heute im Stich gelassen hast. Ich verstehe dich nicht, Helga. Du hilfst mir und bist selber... Du hast doch Gudmund gern. Ich will, dass er glücklich wird. Gehst du jetzt zu Gudmund? Ja. Los. Warst du für Gudmund Bettel? Willst du vielleicht ins Gefängnis gehen für ihn? Willst du dich einsperren lassen für diesen Verbrecher? Aber du bist ja selbst nicht viel besser als er. Eine ledige Mutter, die nicht einmal weiß, ob ihr Kind einen Vater hat. Ich... Entschuldige, Helga. Ich bin verrückt. Ich habe einen Plan. Einen wunderbaren Plan.
Wir gehen weg von hier. Weit weg von Schweden, nach Amerika. Ich habe Geld, Helga. Geld habe ich, viel Geld. Aus Vaters Lade. Aber das gehört doch alles mir. Alles hier gehört mir. Warum starrst du mich so an? Ja, ich bin ein Dieb, aber ich bin kein Mörder. Ich habe Martinsson nicht umgebracht. Niemand kann das beweisen. Niemand war dabei. Niemand, Helga, hörst du? Niemand, niemand. Beruhig dich, Jan. Du musst jetzt ruhig werden. Helga, komm mit mir. Ich liebe dich. Nur ich. Ich liebe Gudmund. Jan. Ich wünschte mir, dass die Gendarmen schon hier wären. Wenn du zurückkommst, wird es ein Fest geben, wie es Nerlund da noch nicht gesehen hat. Es ist eine lange Zeit bis dahin, Mutter. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht an deine Schuld. Ich bin mir in den letzten Stunden über vieles klar geworden. Über mich und Hildur. Und über Helga? Ja. Auch über Helga. Ich bin einem falschen Glück nachgelaufen, Mutter. Ich habe auf ein einziges Wort von Hildur gewartet. Helga hätte es gesagt. Du liebst sie doch schon seit langem, die Helga. Ja. Aber ich weiß es erst seit heute. Hildur ist gekommen. Was will die noch hier? Gudmund, ich möchte dir gerne etwas sagen. Du musst dich irren. Aber ausgeschlossen, das war doch hier drin in der Lade. Die ganze Mitgift. Ihr sucht das Geld? Ich hab's gestohlen. Du? Ich wollte weg. Warum wolltest du weg? Warum wolltest du weg? Mach's Maul auf! Warum? Ich habe Per Martinsson umgebracht. Du hast einen Mord begangen? Ja. Ich habe ihn gehasst. Er hat Helga unglücklich gemacht, dieses Schwein. Er hat sie gehabt? Er war allein. Nach der Rauferei im Hof? Er hat seinen Schädel unter den Brunnen gehalten und ich hab mein Messer. So einfach war das? Jan! 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 Es ist schön, dass du gekommen bist, aber es hat sich vieles geändert in den letzten Stunden. Ich weiß, ich war ungerecht. Ich hätte es mir besser überlegen sollen heute Morgen. Wollen wir nicht versuchen? Nein, Hilde. Es ist schon am besten, so wie es ist. Aber ich danke dir, dass du noch dieses Gefühl für mich hast.
Nein, es geht nicht. Ich will mich nicht besser machen, als ich bin. Du solltest glauben, dass ich aus freien Stücken zu dir gekommen bin. Aber das ist nicht wahr. Jemand hat mich zu dir geschickt. Jemand hat dich zu mir geschickt? Wer? Helga. Helga. Helga hat dich geschickt? Ja. Und ich bin erst gekommen, nachdem sie mir bewiesen hat, dass du unschuldig bist. Unschuldig? Wie will sie das wissen? Helga hat das Messer abgebrochen. Dein Messer, das du ihr zum Spänemachen geborgt hast. Ist das wahr, Hildo? Helga hat das... Du weißt ja gar nicht, wie glücklich du mich machst. Doch, ich weiß es. Und ich weiß auch, dass dich niemand auf der Welt mehr liebt als sie. Darf ich dir jetzt Adieu sagen, Gudmund? Ich danke dir. Gudmund! Gudmund! Weißt du schon, Gudmund? Ja, Vater. Hildo hat es mir gesagt. Wieso? Weißt du es schon, Hildo? Mein Vater hat es doch erst der Polizei gemeldet. Jan hat Martinsson umgebracht. Jan? Bitte, Vater. Geh jetzt zu Mutter und sag ihr... Ja, kommst du denn nicht mit? Nein, Vater, jetzt nicht. Sag ihr nur, ich glaube, es wird doch noch zum Fest kommen. Ich fahre jetzt zum Moorhof. Unser Junge ist unschuldig. Jan ist der Mörder.